Vor allem dachte ich ja auch erst, dieser Hügel wäre von den Minotauren, ne? Ja. Und weil der hier oben auf der Karte so abgeschnitten aussieht, dachte ich, der wäre nicht richtig gespawnt. Ja. Und dann gucken wir da so um die Ecke. Nee, noch nicht mal. Das war vorher schon. Du bist reingekrochen und ich sag, hä? Ich hab hier eine Anzeige Hüter. Warum rennst du eigentlich jetzt wieder dahin? Ich gucken wollte, ob der neu gespawnt ist, zufällig. Das wäre lustig irgendwie. Nein, da hätte ich mir jetzt in die Hosen gemacht. Ah, zweites Mal, dann ist das alles easy going. Nein. Das glaubst auch nur du. Ja. Das ist jugendlicher Leichtsinn. So, dann nimm mal mit, was du tragen kannst. Und was du nicht tragen kannst, packst du in den Rucksack. Mhm. Gute Ausbeute, wie ich finde. Ich muss halt sowieso alles sortieren, sobald wir wieder zurück sind. Und noch einen schönen Platz für die Hydra irgendwie bauen. Aber das mache ich nicht in dieser Session. Weil ich nicht weiß, wohin und überhaupt. Hast du alles? Ich hab alles. Wollen wir die Betten und so auch wieder mitnehmen? Jo. Wollen wir alles wieder mitnehmen? Ich hab beide. Wollen wir den Rest hier auch mitnehmen, ja, ne? Ich hab bloß keine Axt. Oh, da macht sie ihren eigenen PC kaputt. So, ich habe alles eingesammelt. Ich will nur ungemein gerne wissen, warum, ja? Ja. Ich gestorben bin. Ja, das ist wirklich eine also das muss ich auch. Das erschließt sich mir null. Das also wenn ich das geschafft habe, ja, also dann ist es mir selber nicht klar, wie ich das geschafft habe. So, geradeaus immer weiter, ne? Kennst du ja mittlerweile. Ich lotse nur die Richtung vor. Ja, ich frage mich auch, wie das geht. Ich muss es mir gleich nicht. Weil ich stand doch viel zu weit weg. Ich habe auch in eine ganz andere Richtung geguckt und war voll fasziniert von dem Zombie, der da diese neuen grünen... Was? Du hast mich schon wieder getötet! Da steht von SuzyQ erschlagen. Wie so? Du warst jetzt nicht in der Nähe. Vor allen Dingen, was hat dich getötet? Wenn ich war das nicht. Ich bin das nicht gewesen. Ich bin sowieso gleich an meinen Sachen. Nein, falsche Richtung. Was hat dich getötet? Du! Ja, na, ich weiß nicht, das wissen wir. Ja, da stand von SuzyQ erschlagen. Ja, aber... Genau wie gerade. Weißt du, wir reden gerade darüber und du machst es einfach wieder. Unsichtbar mich töten. Und ich habe diesmal gesehen auf ihrem Monitor, dass sie es nicht war. Ich habe es diesmal gesehen. Auf ihrem Monitor, sie war es definitiv nicht. Sie war nämlich noch viel weiter weg als... Ja, aber ich bin ganz normal gelaufen und habe nichts gemacht. Soll ich die Level aufsammeln? Oh, meinst du, das waren die Kobolde? Soll ich die... Nein, lass die Level bitte liegen. Meine Level. Ich bin einfach hier gestorben. Ich bin hier so lang gelaufen und auf einmal war ich tot. Und ich frage mich, warum. Aber ich wollte das nicht. Nee, warst du auch nicht. Diesmal weiß ich es ja. Diesmal habe ich eine Bestätigung. Aber du sagst ja doch trotzdem, dass ich das war. Da stand es jedenfalls. Ich werd mich noch in 10 Jahren dran erinnern. Ach ja, wisst ihr noch, als Susi uns erschlagen hat. Nur mit meinen Gedanken. Ja, wahrscheinlich. Als ob ich so eine Gedankenmäßige. Ja, hier, aber guck mal bitte, Baby. Ja? Ich frage mich, warum ich gestorben bin. Und da steht, Palooza wurde von SuzyQ erschlagen. Ja, aber da ich es ja nicht war in Wirklichkeit. Das wird ein geiles Thumbnail. Hier, da. Aber ich frage mich halt, von was du in Wirklichkeit gestorben bist. Ich weiß es nicht. Was kann denn nicht sein, dass du hier ständig einfach so stirbst, nur weil ich hier da Gast bin? Vor allem in meiner normalen Welt und in Twilight Forest. Ja. Wie, bitte wie? Ich meine wie? Ich bin mir echt leid.
Es tut mir wirklich leid, ich kann es nicht beeinflussen. Wahrscheinlich ist das so eine Superkraft von mir, die ich noch nicht beherrsche. Mhm, geh mal vor. Ja, aber ich weiß ja nicht. Ich drehe meinen Rücken nicht mehr dir zu. Ich weiß ja bloß leider nicht, wohin. Hier gerade hoch, weiter. Ich frage mich nur, wie und warum. Ja, und warum ich? Warum? Ich würde eher das Wie interessieren, weil... Warum? Du bist schon verdient. Oh. Ihr Gesicht ist gerade so süß. Da hoch? Ja, einfach geradeaus in diese Richtung weiter. Da hinten ist das Portal nach Hause. Irgendwo. Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es irgendein Bug. Ja, das ist der Minecraft-Singleplayer-Gott, der dich dafür bestraft, weil du dir einen Gast geholt hast. Nein. Das wird er niemals tun. Warum sollte er? Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein. Die Erklärung ist mau. Die ist mau? Ja, wenig. Aber warum so plötzlich immer, weißt du? Ja, mit einem Hieb vor allen Dingen, als ob ja. Ich das in echt schaffen würde. Die haut mich! Oh cool, guck mal her. Weißt du, was das ist? Nein. Ich habe leider keine Axt. Da kriegst du Stöcker raus. Nee, das ist eine Lebenswürze. Hä? Das da. Wo bist du? Ach, bloß in dieses. Ist nicht wichtig. Die sind bloß sehr selten. Was? Da kommen Stöcker raus. Ist das das wieder? Guck hier, da kommen Stöcker raus. Nee, doch nicht, du hast recht. Life Root. Und wofür ist die? Lebenswurzel. Da kann man irgendwas. Eisenholz draus craften. Was irgendwie. Okay. Da kann wieder eine Rüstung drauf machen. Okay. Ich nehme es jetzt mal mit. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür das ist, aber ich dachte, das wäre jetzt dieses andere, wo die Stöcker rauskommen, weil die genauso aussieht. Aber wobei, das ist ein bisschen gelber. Ja. Hier, das hier sind die, ne? Wo die Stöcker rauskommen. Ja, Tatsache. Du hast recht. Entschuldigung, du hast recht. Oh, bist du schön warm. Oh. Oh. Ja, toll. Du musst es wieder übertreiben. Geh auf deinen Platz. Stirbst du wieder. Stimmt. Jetzt haust du mich wieder. Tot. Sofort. Ich verstehe es einfach. Wo bist du? Na, ich laufe weiter geradeaus. Ich drehe nicht mehr mit den Rücken zu. Dir den Rücken zu. Voll böse, ey. Welche Richtung läufst du geradeaus? Richtung Süden. Ist das richtig? Ja. Da bist du doch. Ja, siehst du, mein Verständnis von geradeaus ist ein bisschen anders als deins. Ach ja. Tolle Aufnahme. Auch wenn es nicht Ära ist. Ja, aber du hast gerade gesagt, ja, wir haben jetzt 7 Stunden nichts anderes gemacht, außer... Ja, trotzdem finde ich die Aufnahme toll. Jetzt werde ich mal ein bisschen noch bauen und dann ist gut. Dann machen wir Ende für heute. Ende. Klappe zu, Affe tot. Ja, ich glaube, du musst auf mich warten. Ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Okay. Hallo. Hallo, bin da. Schön. Bin da. Wunderschön. Vor allen Dingen, ich nehme jetzt beim Laufen einfach nicht mehr mein Schwert in die Hand. Ich hab's falls doch das irgendwelche magischen Auswirkungen auf dich hat, weil ich laufe jetzt mit dem Pfeil in der Hand. Oder stimmt, noch seitdem du das Schwert in der Hand hattest, ist das gewesen. Kann ja sein, das hat irgendwelche Auswirkungen. Dass das irgendwie... Aber warum stirbst du dann nicht, wenn ich das Schwert in der Hand hab? Ne, du bist, ich lauf meistens hinter dir und du vorläufst immer. Das wäre noch eine Erklärung, die ich irgendwie... Du hast mir einfach einen Dolch in den Rücken gejagt, ja so wie Garona. Vielleicht das Schwert. Ach ja.
Entschuldigung. Also wenn ihr jetzt immer noch stupst, ich habe jetzt eine Hähnchenkeule in der Hand. Oh mein Gott, sie schlägt mich mit der Hähnchenkeule. Hilfe! Da vorne ist das Portal. Wir sind fast da. Vorsichtig beim Runtergehen, ne? Kennst du ja. Was machst du? Musst du mal wieder baden? Du hast Angst. Vor allen Dingen. Ich hab Angst, ich verstecke mich. Guck mal. Du hast bei mir gar kein Gesicht. LOL. Bin der Tod auf zwei Beinen. Guck dich mal selber an, bitte. Ob du ein Gesicht hast. Ja, du hast eins. Ich verstehe das nicht. Ja, Marc. Dein Kopf ist hohl. Du bist hohl. Alter, wie die mich einfach mal in meiner eigenen Singleplayer-Aufnahme voll disst. Ich bin hier der Herrscher. Ich züchtige dich gleich wieder, Minion. Ich züchtige dich gleich. Ja, ja. So böse zu mir. Komm, den jetzt doch versenkt. Den hätte ich versenkt. Ah, schön. Wunderschön. Ja. Oh Mann. Möchtest du gleich Treppen verlegen? Traust du dir das denn zu? Ja, wenn du mir zeigst, wie du. Oder möchtest du Erde klatschen? Ja, ist mir egal, ich mache auch Erde. Okay. Dann weiß ich, was wir machen. Eigentlich wollte ich dich Treppen klatschen lassen, aber Erde klatschen klingt irgendwie ein bisschen besser. Mhm. Ich mach beides gern. Du gehst zuerst. Ich trau dir nicht. Die jetzt Angst hat, ne? Und? Ich komme hier zurück. Was? Ich auch? Was? Oh nein. In einer Endlosschleife des Portals gefangen. Bist du durch? Nein. Bin wieder zurück. Bin durch. Bin wieder bei BM. Lass mich raus, nein. Lass mich raus. Ich komme nicht mehr zurück. Yes! Sie ist gefangen. So, Portal zerstören. Lass mich raus, lass mich raus! Scheiße! Spring rein. Ja, mache ich doch die ganze Zeit. Spring mal rein. Ja. Und jetzt macht man nichts. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Boah, wie abartig. Abartig. Thumbnail Nummer 2. Palooza wurde von Suzuki erschlagen. Ja, ich bitte dich. Das muss, der Grabstein, der muss jetzt hier so bleiben. Der bleibt jetzt hier für immer. Es wird jetzt zur Trauerstätte hoch 10 genannt. So, so. Da machen wir noch einen Sarg rein. Hier. So. Was denn? Was denn? Das ist jetzt eine neue Trauerstätte. Ist doch cool, oder? Ja. Mega. Nee, Mega ist hier nicht in dem Let's Play vertreten. Es tut mir leid, Mega. Vor allem, wo ist meine Spitzhacke und wo ist meine Schippe? Ich habe keine Ahnung, wo irgendwas ist von dir. Wir gehen jetzt nach unten, legen den ganzen Klumpatsch erstmal ab. Ne? Was hältst du davon? Und das bleibt übrigens das Grab. Erstmal. Ja, ich werd's nicht wegmachen. Nicht? Nee. Ich dachte, du kommst morgen extra hier so und lockst dich ein und machst das schnell weg. Nee. Na gut.